Haben's ja. So. Warten, ich stehe mitten in diesem Mistvieh drinnen. Das kann doch echt nicht angehen. Boah, verdammt, ey. Da müssen wir schon mal einen silbernen Schlüssel. Da müssen aber noch zwei Skeletttypen, glaube ich, sein. Also der eine da. Ja, ich laufe noch voll in den Knochen rein. Okay. Ich glaube, das war's. Ich habe ein Amulett gefunden. Es steht der Name Ankh darauf. Was das wohl genau bedeuten mag? Vielleicht hat es sogar irgendwelche magischen Eigenschaften. Ich denke, ich sollte es tragen. Ja, da wir sowieso kein anderes haben, ist es schon mal nicht verkehrt. So, mal eben gucken. Ankh-Amulett macht Geister sichtbar. Achso, genau. Das ist nämlich gleich die Problematik. Ja, wenn ich mir so einen Mann und so aufheben wollte. Und ich glaube, das ist auch das, worum wir die ganze Entgiftung brauchen. Da ist noch eine Kiste. Nochmal Entgiftungskraut. So, bevor wir jetzt da weitergehen, erst einmal speichern. Und dann schauen wir mal. Weil ich glaube, jetzt kommen hier die Endbosse. Ich meine, das wäre auch recht tricky gemein gewesen. Aber werden wir dann gleich ja sehen. Aber ich glaube, danach brauchten wir das. Da sind die. Ne? Okay, der ist schon wieder verschwunden. Ah! Boah! Hauptsache, ich habe den ein Leben abgezogen. Aber hier die Geister jetzt mit dem Feuerzauber zu treffen, ist halt auch extrem tricky. Was mit schon mal einen großen Heiltrank? Ah! Wow, wow, wow. Mal eben schnell zurück. Schaffen wir das? Kann ja zumindest speichern, ne? Aber so ein bisschen haben wir sie ja schon getroffen, ohne dass sie uns Schaden zugefügt haben. Also ich bin da guter Dinge, dass wir das jetzt relativ verlustfrei mit für Heiltränke und so hinkriegen werden. Was mit dem Feuerzauber? Macht, glaube ich, da eh keinen Sinn. So. Ha, haben wir sie. Und zwei große Heiltränke gekriegt. Das ist schon mal sehr gut. Dementsprechend war es jetzt halt auch wirklich ein bisschen verlustfrei. Also ich glaube momentan, obwohl ich natürlich ein paar Heiltränke genommen habe. Verdammt! Das habe ich. Ich habe gedacht, ich hätte sie alle erwischt. Sind wir, glaube ich, schon noch materialsparend bisher im Spiel unterwegs gewesen. Da bin ich immer sehr, sehr vorsichtig. Weil für Endboss oder so, da hat man halt nicht unbedingt Zeit und da braucht man die Dinger schon viel eher. Ganz ohne geht's natürlich nicht. Das wären sie auch nicht im Spiel. Aber ich will halt immer genug haben. So, jetzt haben wir so. Vier große Heiltränke, ne? Das war doch mal was. Gibt es hier noch irgendwas anderes zu holen? Ich glaube, jetzt haben wir nämlich auch die Krypta geschafft. Das war's, glaube ich. Und dann können wir jetzt raus. Diese Tür lässt sich nur... Achso, genau, das war von der anderen Seite. Jetzt gerade nochmal eben gucken, wo der Heilbrunnen war. Der jetzt wieder voll ist. Ne, leider nicht.
Schade eigentlich. Hätte mich jetzt gerne mich nochmal voll gemacht. Oh! Melvin! Melvin! Du hast es geschafft! Ich bin endlich wieder frei und all der Spuk hat ein Ende. Du bist ein guter Junge. Verliere nie den Glauben an dich und deine Fähigkeiten. Großmutter, warte! Bleib doch hier! Ich habe noch so viele Fragen! Ich kann nicht länger bleiben, mein Liebling. Aber du bist auf dem richtigen Weg. Nimm diesen Heiltrank von mir. Er heilt schwere Verwundungen. Hab Vertrauen, Melvin. Eine große Aufgabe wartet auf dich. Ja, jetzt kann unsere Großmutter endlich wieder in Frieden ruhen. Und dann haben wir die Krypta jetzt geschafft. Also das ging tatsächlich besser, als ich gedacht hatte. Also ich hatte die Krypta wesentlich schlimmer in Erinnerung, besonders die Geister. Aber das mag wirklich auch dran liegen, dass ich mit dem Controller einfach besser umgehen kann, als jetzt hier so mit Maus und Tastatur. Deswegen, das habe ich auch schon, wie gesagt, immer gedacht. Genauso wie die Gothic-Spiele oder Risen, ne, da habe ich beim Risen 3 Let's Play das auch schon erwähnt. Und ich meine, hier hätte ich es auch schon erwähnt, dass es halt Spiele gibt, die, wo man irgendwie das Gefühl hat, sie sind besser für etwas geeignet wie also für Konsole als für PC. Und Computer, also Ego-Shooter sind hier oft immer wird gesagt, dass die eher was für einen PC sind. Wobei ich, seitdem ich jetzt hier auf Konsole auch Ego-Shooter halt spiele und mich dann langsam daran umgewöhnt habe, finde ich, geht das eigentlich auch ganz okay. Mag schon sein, dass es vom PC immer noch besser ist. Aber es reicht für mich auf jeden Fall. Gerade bin ich mit dem Schlüssel fertig geworden. Hier, nimm ihn. Übrigens weiß ich zufällig, dass dein Vater ein Tagebuch führt. Vielleicht erfährst du mehr über die Gründe seiner Abwesenheit, wenn du das Tagebuch findest. Naja, ja. Schauen wir doch mal. Wie viel fehlt uns eigentlich zum Level Up? Ja, immer noch recht viel. Wir müssen ja auch immer noch das Schrottplatz-Rätsel lösen. Wir haben immer noch verdammt viele von den Korken. Warte mal, der war. Gestopft. So schnell kann das gehen. Also ich meine, es gibt ja auch immer noch ein bisschen EP, wenn wir die Korken da einsetzen, oder? Ja, 82% immer noch. Also müssen wir die Quest geschafft haben. Gibt das EP, das ist klar. Weiß jetzt gar nicht. Also ich meine, wir können die Quest mit dem Schrottplatz und so können wir nicht machen. Daher. Aber ich mach's jetzt lieber mal eben hier. Gestopft. So schnell kann das gehen. Und es fehlt. Also ich meine. Können einen Abschnitt der Stadt auch noch nicht rein, wo wir auch Korken setzen müssen. Aber trotzdem können wir eben hier alles durchgehen. Da haben wir. Da oben kommen wir natürlich nicht dran, aber irgendwo führt die Leitung ja auch wieder runter. Da hinten ist noch. Und. Na, komm schon. Gestopft. So schnell kann das gehen. Und jetzt weiß ich nicht. Hier ist überall. Okay. Können wir denn jetzt auf den Schrottplatz gehen? Da mussten wir der. Moment, wo ist denn überhaupt der Schrottplatz? Schrottplatz. Steht hier nirgendwo. Mine, Gordos Haus, Ölbohrturm zum Park. Das ist das, ne? Jetzt gucke ich auch in die richtige Richtung. Ja. Dann müssen wir hier runter.
Na, hüpf darauf. Wahrscheinlich müssen wir einfach nur der Leitung folgen, die oberirdisch lang führte. Ich glaube, da geht's zum Park dann. Du bist nicht berechtigt, immer noch nicht. Steamer Towns zu betreten. Okay, also dann bleibt uns nichts anderes übrig, als zu dem Vater zu gehen, weil groß andere Quests haben wir jetzt ja auch nicht mehr. Ne? Löse das Schrottplatzrätsel und repariere die kaputte Leitungen. So, dann gehen wir mal beim Vater rein. Ach, welcher Knopf gedrückt. Die Karte drehen. Gucken wir mal hier. Gibt es doch bestimmt was zu holen hier, oder nicht? Leer. Da, ein kleiner Heiltrank. Immer in etwas. Das muss das Tagebuch meines Vaters sein. Ich denke, ich sollte es lesen. Ja, natürlich. Sechster Mondzyklus, 14. Tag. Habe einige Eigenarten auf Papierfetzen gekritzelt. Runen gefunden. Waren aber nicht zu entziffern. Vielleicht eine Botschaft aus der Vergangenheit? 15. Tag. Habe heute in der Mine einen Riss in der Wand entdeckt. Dahinter scheint eine Art großes Grab verborgen zu sein. Ich konnte Regale aus Stein ahnen, aber nichts Genaues erkennen, weil es dort unten neblig war. Ich muss da unbedingt noch einmal näher ran. 16. Tag. Musste heute in der Mine helfen, Sprengladungen anbringen. Konnte daher leider meine Untersuchung an dem Riss nicht fortsetzen. 17. Tag. Durch ein Beben wurde die Erde in der Nähe des Kraftwerks aufgerissen. Das gibt mir die Chance, die Grabkammer zu untersuchen, denn die müssen dort ganz in der Nähe sein. 18. Tag. Habe mit einigen Freunden und dem Bürgermeister gesprochen. Wir werden diese Nacht in geheimer Mission in den Krater hinuntersteigen. Wir müssen ohnehin herausfinden, was uns von dort unten in Zukunft noch weiteres erwartet. Das klingt verdammt spannend. Ist es auch. So, mal gucken. Ob es hier noch irgendwo mehr zu holen gibt. Nee. Na gut. Weiß nicht, ob wir jetzt... Mussten wir jetzt zum Schmied? Nee, okay. Geht von alleine. Ach, Melvin, da bist du ja. Und, hast du gefunden, wonach du gesucht hast? Irgendwelche Neuigkeiten über den Verbleib deines Vaters? Ja, glücklicherweise habe ich sein Tagebuch gefunden. Auf der letzten Seite erwähnt er einen Erdkrater in Steamer Town, aus dem Monster gekommen seien. Weißt du mehr darüber? Wo ist dieser Krater? Gab es den schon immer? Nun ja, ich könnte dir schon erzählen, was ich über die augenblickliche Lage so weiß, aber ich denke, unser Bürgermeister könnte dir alles viel besser erklären. Er kommt ohnehin gerade auf uns zu. Melvin, ich wünschte, ich hätte es dir schon früher gesagt, aber ich bin derjenige, der deinen Vater und drei weitere in den Erdkrater hinunterschickte. Sie sind auf einer Art geheimer Mission unterwegs. Dessen bin ich mir natürlich bewusst. Oh, habt ihr das auch gerade alle gespürt? Es ist, als ob ein neues Erdbeben auf uns zukäme. Oh, da fliegt aber einiges. Großer Kessel, das muss das Kraftwerk gewesen sein. Ich muss sofort nach dem Rechten sehen. Warum machst du dich nicht nützlich? Wir können zurzeit jede hilfreiche Hand gebrauchen. Machen wir schon die ganze Zeit nützlich. Ansonsten laufen ja hier alle nur rum. Haben wir Rundhock gerettet. Und so weiter und so weiter. Wie lässt du mich rein? In Ordnung, du kannst Steamer Park jetzt betreten. Ja, das ist aber nett. Hier, eure große Rettung der Welt wird erstmal so von so einer Wache da aufgehalten. Und nachdem da wieder die Kacke am Dampfen ist, werde ich dann da hingelassen, ne? Wieder zu retten. Vorher aber darf ich doch nicht rein. Aber sieh hier.
Mein Mann ist unser Chefingenieur hier. Und er hat gerade unglaublich viel zu tun, sodass er jede verfügbare Hilfe gebrauchen könnte. Er ist stets in der Nähe des Kraftwerkes in Steamer Park zu finden. Möchtest du nicht zu ihm gehen und schauen, ob du ihm von Nutzen sein kannst? Ich wäre auch beruhigter, wenn ich wüsste, dass er nicht mehr der Einzige ist, der sich mit all diesen Problemen auseinandersetzen muss. Weißt du, ich habe ihn seit Tagen nicht mehr gesehen. Na, hoffentlich geht's ihm gut. Also, genau, das war ja das. Ist der hier oben? Wo war der denn? Gucken, hier ist alles dicht. Habe ich oben noch? Korken, hier einen habe ich noch. Hänge ich ja feste. Ah, da ist er, glaube ich. Hallo? Ich will mit dir reden. Ich bin im Moment wirklich sehr beschäftigt. Aber wenn du gekommen bist, um zu helfen, dann bist du mir mehr als willkommen. Teile des Kraftwerkes sind explodiert und der Rest droht zu überhitzen. Wir müssen es unbedingt mit Wasser kühlen. Es gibt dort drüben ein Wasserreservoir, aber die dazugehörige Pumpstation ist kaputt. Wenn es dir gelänge, den Pumpmechanismus wieder in Gang zu bringen, dann könnten wir die Wassertanks des Kraftwerks wieder fluten. Uns bleibt aber kaum noch Zeit. Kannst du mir helfen? Klar. Stopfe zuerst alle Lecks in den Pipelines. Danach musst du das Steuerrad an der Pumpstation anbringen, um die Tanks wieder fluten zu können. Vergiss auch auf keinen Fall den Ölstand dieser Maschine direkt hier auf ihrer Rückseite zu überprüfen. Gegebenenfalls musst du etwas Öl nachfüllen, um die Hydraulik wieder gut zu schmieren. Zuletzt müssen wir dann mittels der Ventile an den Tanks den Wasserstand in allen drei Tanks angleichen. Soll ich das noch einmal wiederholen? Nee, brauchst du nicht wiederholen. Warte mal, hier haben wir mit dem Steuerrad, ne? Das Steuerrad fehlt. Genau. Öl haben wir ja. Da war das. Das reicht an Öl. Läuft wieder wie geschmiert. Oh. Oh, Entschuldigung. Oh. Da habe ich gerade wieder niesen müssen und habe mit dem Headset gegen das Mikrofon gehauen. Tut mir leid. So, hier haben wir ein Hüpfspiel. Du willst auf den Schrottplatz? Klar gibt es einen Weg, um dort hineinzukommen. Der Schrottplatz darf aber nur von waschechten Steamern betreten werden. Und das sind auch die einzigen, die richtig gut Himmel und Hölle spielen können. So wie ich. Darin bin ich Champion. Willst du mit uns Himmel und Hölle spielen? Ja. Du willst ein richtiger Steamer sein? Na gut, dann zeige ich dir jetzt, wie es geht. Und dann bist du dran. Das ist halt ein Sprungrätsel. Jetzt bist du dran. Beginne auf der 1. So, jetzt müssen wir gucken. Ganz gut, aber das war ja nur ein Spielchen zum Aufwärmen. Jetzt machen wir das Ganze ein bisschen schwieriger. Okay. Okay, ich bestimmt trotzdem hin. 1, 3, 4... 5, 6 und bestimmt auf die 2, ne? Ja. Jetzt bist du dran. Beginne auf der 1. Okay. Schon so witzig, dass man hier einfach mal Himmel und Hölle spielen soll. Das war nicht schlecht, aber ich zeig dir jetzt mal, wie wir richtigen Steamer das machen. Aha. Gleich, dass es nicht mehr, dass es dreimal springen war. 3, 4, 5, 6, 2, 6, nee, 3 und 1. Jetzt bist du dran. Beginne auf der 1. Also einfach nochmal auf die 3 und auf die 1 dann.